Willkommen zurück zu Tag 2 vom Halloween-Spektakel dieses Jahr 2020, also Halloween-Spektakel. Heute geht's ein bisschen aufwendiger zu im Gegensatz zum gestrigen Tag. Gestern hatten wir ja das Comic-Make-up, heute gehen wir so ein bisschen in die ja, düstere Richtung, würde ich jetzt sagen. Es ist so ein bisschen Pumpkin-Demon-inspiriertes Make-up. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Bevor wir zum eigentlichen Make-up oder zum eigentlichen Look kommen, fangen wir natürlich erstmal wieder an mit der Base. Das heißt, ich nehme hierfür einmal wieder meine MAC Studio Fix. Und zwar in der NB13, das ist die hellere von beiden, werde heute nur mit der arbeiten, dadurch, dass alles, was später nicht abgedeckt wird mit anderen Farben, relativ hell werden soll oder bleiben soll. Und deswegen nehme ich jetzt nur die, mache mir da jetzt meine 2-3 Punkte auf die Hand, arbeite das Ganze jetzt wieder ein bisschen mit dem Pinsel ein und gehe einmal über meine komplette Haut mit drüber, wieder erstmal grob, ohne das Ganze jetzt erstmal ordentlich zu verblenden, Hauptsache erstmal. Hauptsache erstmal grob auf der Haut verteilen. Ein Primer brauche ich jetzt bei dem Make-up nicht unbedingt, dadurch, dass ja nicht wirklich viel von der Foundation zu sehen ist. Sondern der Großteil tatsächlich wirklich mit anderen Farben abgedeckt wird, ist das hier diesmal nicht zwingend notwendig. Wer möchte natürlich, kann gerne primen. Danach gehe ich wieder mit meinem Beauty-Schwamm einmal drüber, natürlich wieder mit dem angefeuchteten Beauty-Schwamm, um das Ganze wieder in die Haut ordentlich einzuarbeiten und alles überschüssige Produkt einmal wegzunehmen. Danach gehe ich wieder mit meinem MAC Concealer in der Farbe NW15 einmal über meine zu highlightenden Stellen drüber, diesmal ein bisschen grobflächiger. Aufgrund des gewünschten Make-ups und arbeite das wieder mit der Unterseite meines Beauty-Schwamms ein und setze das Ganze anschließend wieder mit Puder. Um im Auge zu primen, benutze ich den MAC Paint Pot in Soft Ochre. Gebe mir das Ganze hier einmal schön auf mein komplettes Augenlid. Das Ganze setze ich jetzt einmal mit einem transparenten, losen Puder und mache dann mit den eigentlichen Farben erst weiter. Zunächst mit so einem großen, fluffigen Pinsel, ganz wenig Puder drin und setze einmal die Base. Dann nehme ich mir so einen fluffigeren Blendepinsel und einmal die Niki Tutorials X Beauty Bay Palette und beginne mit dem Farbton hier oben, mit Redemption. Nehme den so ein bisschen auf den Pinsel und fange jetzt erstmal hier wirklich an, den so aufzustampen, an den Punkten, wo ich ihn haben möchte, beziehungsweise in meiner Crease, über meiner Crease. Und bleibe bei demselben Pinsel, ohne ein neues Produkt aufzunehmen. Und blende hier einfach nur ganz leicht die Kanten aus. Also ich gehe wirklich auf die Kante und mache ganz kleine kreisende Bewegungen. Hier vorne am Augenbrauenknochen, am Augenbrauen-Nasenknochen werde ich ein bisschen größer. Wenn ich es da ein bisschen mehr verblendet haben möchte, nehme ich hier sogar nochmal ein neues Produkt und gehe hier wirklich richtig rein. Danach nehme ich meinen flacheren Blendepinsel, bleibe in derselben Palette und nehme einmal 5 AM. Nehme mir den einmal auf den Pinsel drauf und presse mir den jetzt richtig schön in die Lidfalte ein. Und danach nehme ich wieder meinen Pinsel, mit dem ich das Orange aufgetragen und ausgeblendet habe, und blende die zwei Farben einmal schön ineinander. Danach nehme ich mir noch was auf den flachen Pinsel und gebe mir das jetzt einmal hier vorne so auf das bewegliche Lid mit drauf, um das Ganze einfach ein bisschen zu vertiefen. Für den vorderen Teil des Lids nehme ich einmal All In und den trage ich mir jetzt hier richtig schön mit dem Finger auf. Und dann blende ich das Ganze jetzt einmal mit dem hinteren Teil hier nochmal zusammen
das gleiche noch einmal hier oben in der Crease. Das Ganze mache ich jetzt einmal noch auf der anderen Seite und mache gleichzeitig noch meine Augenbrauen mit schon mal als Vorbereitung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Augen sind beide fertig, meine Augenbrauen sind gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen einmal zum unteren Part des Auges. Das heißt, dafür nehme ich wieder mein Essence Liquid Ink Eyeliner. Gehe jetzt einmal hier unten so lang. Das muss jetzt noch nicht ganz so ordentlich sein. Hauptsache, ich habe vorne bis vorgezogen und hinten so ein bisschen weiter ausgezogen. Und dann kommt das Ganze jetzt einmal nach unten. Und das verbinden wir jetzt. Und füllen das Ganze natürlich noch aus. Beim Ziehen des Eyeliners müssen die Linien auch nicht komplett fein sein. Die können ruhig ein bisschen verwackelt und verruppelt sein. Das ist das, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Ausdruck verleiht. Und dann bringen wir das Ganze vorne im Augenwinkel noch ein Stückchen weiter nach vorn. Für die untere Wasserlinie nehme ich mir jetzt einfach einen ganz normalen schwarzen Kajal. Fülle damit meine Wasserlinie auf, ein bisschen meinen Lymphkranz und blende das alles so ein bisschen in den Eyeliner mit ein. Und was ich mir noch ganz gerne angewöhnt habe, ist, wenn der Eyeliner so gut wie trocken ist, einfach nochmal mit schwarzem Lidschatten drüber so gehen und ihn somit noch ein bisschen longlastiger zu machen, also ein bisschen langanhaltender. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so einen kleinen feinen Detail Brush und schwarzen Lidschatten und gehe damit jetzt nochmal komplett über den Eyeliner drüber. Gerade so unterm Auge an den Stellen, wo es halt auch viel Bewegung ist und viele Fältchen, kann es schon mal passieren, dass der reißt und versucht so ein bisschen abzubrückeln. Mit dem Lidschatten kann man da ein bisschen gegenwirken. Ich fange mit einem bisschen kleineren Pinsel an und nehme hier dieses Orange-Rot aus der James Charles X-Morphe Palette und gehe mir damit jetzt einmal hier so ein bisschen am Rand des Schwarzes entlang. Und hier unten gebe ich mir das auch direkt so richtig drüber. Dann gebe ich mir das hier hinten nochmal so ein bisschen mit an die Außenkante vom Lid mit hin oder vom Auge mit hin. Um das dann einfach nochmal hier oben mit in das Orange vom Auge mit einzublenden, dass es nicht ganz so abgehackt aussieht. Dann nehme ich mir ein bisschen einen fluffigeren Pinsel und das Orange aus der James Charles Palette und blende jetzt erstmal dieses Rot-Orange so ein bisschen aus. Und blende das jetzt erstmal richtig schön hier oben noch mit ins Auge mit ein. Dass wir hier einen ordentlichen Übergang haben. Und dann nehme ich mir nochmal den flachen Shader und nehme mir das Braun hier aus der James Charles Palette und gehe da jetzt nochmal hier so am Rand lang von dem Schwarz. Keine Angst, wenn es jetzt noch nicht so ordentlich geblendet ist. Das kommt gleich dann noch im nächsten Schritt. Dann nehme ich mir nochmal meinen ganz großen Blendepinsel und gehe hier nochmal komplett drüber. Ohne hier allzu ordentlich zu sein. Einfach nur, dass die Farben ordentlich miteinander sich vermischen. Gehe jetzt hier auch nicht in kreisenden Bewegungen, sondern wirklich so, wie die Farbe hier aufgetragen ist, drüber. Das heißt, ich gehe hier so im Bogen. Hier oben auch so im Bogen. Dass ich dann so dieses ausgeblurrte, sozusagen dieses ausgerauchte, ineinander verlaufende ordentlich hinbekomme. Zum Schluss gehe ich jetzt hier unten nochmal mit dem Eyeliner drüber. Das Ganze hier einfach nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Was gerade durchs Blenden so ein bisschen verloren gegangen ist. So, ich setze das Ganze jetzt gleich nochmal mit Schwarz, mache das andere Auge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Zweites Auge ist ebenfalls gemacht. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Rest. Nächster Schritt, den ich mache, ist jetzt einmal meinen Mund zu machen. Natürlich, wie soll es anders sein, einmal mit Eyeliner wieder loslegen und den Rest danach wie am Auge jetzt unten drunter ebenso wieder mit ausblenden, vertiefen, Farbe geben und ein bisschen spooky machen. Und zwar fange ich damit an, meine Mundwinkel einmal zu verlängern. Und zwar so weit wie möglich nach hinten.
nächstes mache ich jetzt von der Unterlippe her einmal eine Verbindung hier hoch. Das Ganze auch nochmal über die Oberlippe mit. Das ist wieder das Grundgerüst. Das fülle ich jetzt natürlich wieder komplett mit Eyeliner aus und sette das Ganze einmal mit schwarzem Lidschatten. Bei den Lippen mache ich dann mit schwarzem Lippenstift weiter. Einfach nur, weil sich die Lippen halt relativ viel bewegen und relativ große Falten drin haben, was natürlich komplett normal ist. Ich versuche jetzt das hier hinten gerade nochmal so ein bisschen anzupassen, dass der nicht direkt so extrem dünn wird, sondern das jetzt noch ein bisschen mit auszugleichen. Als nächstes einmal noch setten. Die Lippen mache ich mal kurz mit dem Lippenstift und dann bin ich sofort wieder da für euch. So, es ist alles gesettet. Auch den Lippenstift habe ich nochmal gesettet, aus dem Grund normalerweise, wenn man das macht, trägt man es den ganzen Abend und möchte doch ein bisschen was davon haben, auch mit Trinken und Reden und eventuell Essen, je nachdem was halt alles. Und um das einfach ein bisschen langlistiger zu machen, einfach mit schwarzen Lidschatten setten, so wie den Eyeliner. Jetzt kommen wir zu den Feinarbeiten und das sind die Auswüchse, Risse, wie auch immer man das Ganze jetzt bezeichnen möchte, aus dem Mundwinkel. Hierfür nehme ich wieder den Liquid Eyeliner und ziehe mir jetzt erstmal so ein paar Guidelines, wo ich das dann ungefähr alles haben möchte. Auch wenn es jetzt gerade eher noch so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt aussieht, keine Angst, wenn wir fertig sind, es kommt alles zusammen. So, als nächstes verbinde ich jetzt einmal diese ganzen Linien hier so ein bisschen nach unten hin mit. Dass es alles ein bisschen ordentlicher aussieht, sage ich jetzt mal. So, ihr Lieben, die Linien sind jetzt erstmal gezogen. Jetzt machen wir das gleiche wie oben am Auge mit dem Ausblenden. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier unten wieder mit so einem dunkleren Rot-Orange rein. Das versuche ich tatsächlich nur an den unteren Enden zu machen. Da, wo so die Bögen sind. Und die Spitzen so weitestgehend erstmal frei zu lassen. Um das Ganze dann einfach später nur so ein bisschen nach oben hin dann jeweils ausblenden zu können. Und halt so diese komplette, ich bezeichne das jetzt einfach mal so als Wurzel und den Rest als Auswüchse. Und halt so die komplette Wurzel entlang und die Auswüchse dann jetzt erstmal freilassen. Das Ganze blende ich jetzt wieder mit dem Orange so ein bisschen aus. Richtig in Richtung von den Spitzen oder von den Spitzen der Auswüchse. Und das Rot richtig schön ausblenden. Ich nehme jetzt auch nicht wirklich viel Orange. Wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Da einfach so einen leichten Schatten mit reinzukriegen, so Farbübergang. Oder um die ganze Sache mal so ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen und das Ganze noch ein bisschen mit dem Augen zusammenzubringen, nehme ich dann wieder den flachen Pinsel mit dem Braun und gehe hier wirklich jetzt nur an die Wurzeln ran und blende das dann gleich noch mal so ein bisschen mit ein und noch so ganz leicht mit nach oben. Das haben wir erledigt, jetzt mache ich einmal noch hier oben so ein bisschen lang schwarz, mache dann noch so ein paar Auswüchse hier oben. Dann mache ich mir hier wie einen Cut, setze nochmal so ein paar Auswüchse mit rein und den kompletten Hals schwarz. Auffüllen tue ich mir den Hals und die Stirnpartien jetzt einmal wieder mit meiner wasseraktivierten Farbe. Das mache ich jetzt kurz ohne Kamera. Dann sehen wir uns gleich wieder für die finale Runde. So, ich habe jetzt einmal kurz meinen Hals noch schwarz gemacht, oben noch schwarz gemacht, meine Ohren komplett schwarz gemacht, dass es dann nachher auch im kompletten Ort nicht aussieht.
habe meine Nase gerade nochmal mitgemacht und jetzt kommen wir zu den finalen Schritten. Und zwar nehme ich mir einmal so ein bisschen fluffigeren Blendepinsel, aber nicht zu groß. Und mache jetzt einmal so ein bisschen mein Nose Contouring. Dafür nehme ich wieder dieses Rot-Orange. Damit richtig schön ein bisschen hoch. Baue das erstmal auf. Das Ganze mache ich jetzt einmal ringsrum. Und natürlich auch hier oben drin. Dann blenden wir das hier oben erstmal schön in die Augenbraue und in das Augen-Make-up mit ein. Dann nehme ich mir so einen großen fluffigen Pinsel, gehe wieder in das Orange rein. Blende das Ganze jetzt einmal ordentlich großflächig aus. Und dann nehme ich mir wieder den flacheren Pinsel mit dem Braun. Gehe hier einmal von der Nase, also direkt auf den Nasenrücken nach oben hin. Dann nehme ich wieder den großen Pinsel, wo wir das Orange dran hatten. Und blende das Ganze jetzt richtig schön nach oben hin mit. Und dann machen wir hier oben noch so ein bisschen Falten mit rein. Dafür nehme ich mir jetzt wieder den flachen Pinsel ohne neues Produkt, nur mit Restprodukt. Dann mache ich jetzt so ein paar Falten rein. Ich nehme jetzt gerade den fluffigeren Pinsel, womit ich das Rot-Orange hatte. Ich nehme damit jetzt das Rot-Orange und das richtige Orange. Ganz, ganz wenig. Klopfe das dann auch richtig ordentlich ab und arbeite das nochmal in meinen Handrücken mit ein. Um das jetzt wirklich ganz soft nochmal so ein bisschen auszublenden. Das ist an sich erstmal so weit der fertige Look. Ich mache jetzt noch kurz Kontaktlinsen rein, mache noch kurz die Wimpern schwarz und dann sehen wir uns gleich wieder zum komplett finalen Ergebnis. Das ist der komplett fertige Look nun. Von der Seite her sieht man natürlich, wo gemalt wurde, wo nicht. Das heißt, ich empfehle oder ich würde in dem Fall eine Kapuze aufsetzen, eine schwarze. Und damit ist gut. Damit hat sich die Sache erledigt, keiner sieht es mehr und es ist von vorne immerhin eine ganz ansehnliche Sache. Tag 2 ist somit vorbei. Ich verabschiede mich für heute und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder natürlich mit dabei und sage Tschüss.